Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Auschwitz fordert uns täglich heraus, unser Miteinander nach Maßstäben der Menschlichkeit zu gestalten. So ein Zitat von Frau Merkel vom gestrigen Tage in Berlin. Der Bundespräsident Joachim Gauck schlug heute Morgen in dieselbe Kerbe. Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz. Die Erinnerung an den Holocaust bleibt eine Sache aller Bürger, die in Deutschland leben. Er gehört zur Geschichte dieses Landes. Das, meine Damen und Herren, ist praktizierter Schuldkult in Reinkultur. Und jener Schuld- und Sühnekult wird heute bereits in der Schule jedem Kind eingeimpft. Tägliche Beiträge in Zeitung und Fernsehen tun ihr Übriges, um auch dem letzten Deutschen die Betroffenheitsmine ins Gesicht zu zaubern und ihn in Bücklingsstarre verharren zu lassen. Während Frau Merkel den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am heutigen 27. Januar zum Anlass nahm, um den Pegida-Demonstranten die Multikultur schmackhaft zu machen, zog Joschka Fischer in seiner Zeit als Bundesaußenminister ganz andere Register. Nachdem er Auschwitz als das einzige Fundament der neuen Berliner Republik erklärte, musste sein Nie wieder Auschwitz gar als Rechtfertigung für den völkerrechtlich zumindest umstrittenen NATO-Krieg gegen Jugoslawien vor knapp 16 Jahren herhalten. Und es verwundert nicht, dass der moderne Betroffenheitswahn auch in Israel nicht auf taube Ohren stößt. So erklärte die frühere israelische Ministerin für Erziehungsfragen Shalomit Aloni gegenüber einer US-amerikanischen Journalistin, wie schön man sich in Europa durch die Begriffe Holocaust und Antisemitismus unter Druck setzen lässt. Wenn jemand aus Europa Israel kritisiert, dann bringen wir den Holocaust hoch. So Aloni wörtlich. Weiter erklärte sie. Und es ist sehr einfach, Leute, die gewisse Handlungen der israelischen Regierung kritisieren, als Antisemiten anzuprangern und den Holocaust hochzubringen. Und das rechtfertigt alles, was wir den Palästinensern antun. So Aloni wörtlich. Neben den rituellen Gedenktagen, wie zum Beispiel den heutigen Holocaust-Gedenktag oder den der Reichskristallnacht, wird uns unsere historische Schuld unaufhörlich und notfalls auch mehrmals täglich eingetrichtert. Wie absurd die eingeimpften Schuldkomplexe jedoch sind, erklärte die jüdische politische Theoretikerin Hannah Arendt recht eindrucksvoll. Moralisch gesehen, so Arendt wörtlich, ist es ebenso falsch, sich schuldig zu fühlen, ohne etwas Bestimmtes angerichtet zu haben. Wie sich schuldlos zu fühlen, wenn man tatsächlich etwas begangen hat. Ich habe es immer für den Inbegriff moralischer Verwirrung gehalten, dass sich in Deutschland der Nachkriegszeit diejenigen, die völlig frei von Schuld waren, gegenüber aller Welt versicherten, wie schuldig sie sich fühlen. Abschließend sei allen Predigern der Kollektivschuldthese noch eines gesagt. Unsere Groß- und Urgroßeltern waren keine Mörder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ach, sie.